Also mein Motto lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich vor meinen Lieblingen in Acht! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu, hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Das ist Folge 13 und in der letzten Folge haben wir Bill zurückverwandelt, denn er war ein Nidorino. Und, na, wen haben wir denn da? Ein Trainer-Coach. Hallihallo. Diese Gegend hier wird gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainer-Coach wie mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du, dass ich gegen dich antrete? Ja klar, ich will kämpfen. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. So, dann wollen wir mal sehen, wie stark du wirklich bist. Ha, ich hoffe doch stark genug. Ich bin gespannt. Ich bin Nicola und das ist mein Pokémon, Maholo. Maholo! Maholo! Oder Macholo? Wie sagt ihr zu diesem Pokémon? Maholo oder Macholo? Also ich habe immer Maholo gesagt. Ich wechsle zu Christine, denn sie ist mein stärkstes Flug-Pokémon. Und kann dieses Maholo relativ schnell besiegen. Ein, zwei Flügelschläge und es ist Geschichte. Ah, unterschätzt nicht mein Maholo. Es ist ziemlich stark. Geowurf-Attacke. Oh, Geowurf ist ziemlich praktisch gegen Christine. Gar nicht mal so schlecht rein taktisch gesehen. Weil andere Kampfattacken nicht so viele Schaden machen würden. Flügelschlag! Oh nein, Maholo, pass auf! Noch einmal Geowurf, los! Maholo! Hui! Einmal durch die Welt! Einmal durch die ganze Welt gereist. Aber keine Chance gegen Tauboga. Flügelschlag und Maholo ist besiegt. Oh nein, Maholo! Das ging ja schneller als gedacht. Und ich dachte, dass ich als Trainer-Coach gar nicht mal so eine schlechte Figur machen werde. Respekt dafür. Dabei wollte ich doch eigentlich dir eine Lektion erteilen und nicht umgekehrt. Oh weia, Nicola, es tut mir leid, aber das ging leider nach hinten los. Ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. TM15 Geowurf. Sehr toll. TM15 erhält Geowurf. Diese Attacke richtet Schaden in Höhe des Levels des Pokémon an, das sie einsetzt. Okay, sehr toll. Geowurf ist eine sehr praktische Attacke. Tauboga, bei dir alles gut? Christine will, dass du mit ihm spielst. Möchtest du dich um es kümmern? Okay. So, na, wie geht's dir, Tauboga? Christine sieht sehr glücklich aus. Das ist doch die Hauptsache. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Lockparfüm. Müssen wir eigentlich mal einsetzen. Haben wir, glaube ich, so noch nie gemacht. So, einfach mal weiterlaufen. Tauboga fliegt mir munter hinterher. Und hier können wir nochmal die ganze Route 25, 24 und dann die Nuggetbrücke sehen. Meine Lieben, hier gibt es den Hinweis, wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Der Kanal für Kinder würde mich extrem interessieren. Huiuiui, freuen meine ich. Denn dann verpasst ihr keine Pokémon-Folgen mehr und Christine findet in dem Busch noch eine Himbeere. Tauboga, das hast du klasse gemacht. Jetzt aber schnell runter, denn heute haben wir eine strenge Mission, eine starke Mission, eine spannende Mission vor uns. Denn wir wollen heute in die Pokémon-Arena von Azuria City. Doch dazu heilen wir nach dem ganzen Spektakel da oben auf der Nuggetbrücke Route 24 und 25 unser Pokémon-Team bei Schwester Joy. Kleinen Moment, ich nehme deine Pokémon kurz in meine Obhut. Ja, mach das bitte. Ding, dang, schnick, schnack, schnuck. So, einmal schnick, schnack, schnuck und schon sind deine Pokémon wieder fit. Danke, Schwester Joy. Sehr, sehr freundlich von dir. Und Chanera wackelt fröhlich mit. Okay, wir haben alles beisammen. Und wir können jetzt in die Pokémon-Arena. Ich bin schon echt gespannt. Ich werde aber mein Pokémon wechseln, denn wir brauchen unbedingt die Unterstützung von Marie-Louise. Denn sie ist als Pflanzen-Pokémon ziemlich nützlich in der Arena. So. Wow, das ist die Arena. Bist du bereit, Mirabla? Marie-Louise folgt dir gut gelaunt. Das ist doch schön zu hören. Pokémon-Arena von Azuria City. Arenaleiterin Misty. Die kecke Meerjungfrau. Okay, ich bin echt gespannt, wie diese Arena aussehen wird. Das erste Mal in der Arena von Azuria City. Wow, eine Wasserarena. Da sind Schwimmerinnen und da vorne steht Misty.
Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arenaleiterin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arenaleiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Jo, kein Problem. Ich wusste es. Du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das Level 15 erreicht hat. Dann hält dich nichts mehr davon ab, dein König in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib Gas! Wow! Pokémon Arena von Azuria City. Anerkannte Trainer Thomas. Ah, Thomas war schon hier und hat natürlich schon Misty besiegt. Und da oben sind Zuschauer. Hey, huhu! Naja, gut. Dann will ich mal in die Arena gehen. Hey, Moment! Huhui! Wow, schöner Sprung. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich auf die Gräten nass machen. Bis auf die Gräten nass machen. Okay. Schönheit Lilly fordert dich heraus. Oh, hallo Schönheit. Goldini. Okay, kein Problem. Los, Marie-Louise. Mira, Mirabla. Okay, Goldini. Zeig diesem Mirabla, was du drauf hast. Mit deiner Schnabelattacke. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Oh nein, Schnabel ist gar nicht mal so schlecht. Rasierblattattacke. Peng, peng, peng. Oh nein, Goldini. Das mit nur einer Attacke besiegen können? Das geht ja schneller als gedacht. Es tut mir leid, Lilly. Oh nein. Blubber, blubber. Blubber, 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 blubber. Da geht sie unter. Hey, soll ich dich vor dem Ertrinken retten? Der Sprung vorhin hat mich wohl viel zu viel Energie gekostet. So, jetzt können wir hier außen rumlaufen, rein theoretisch. Aber irgendwie möchte ich gegen diese Schwimmerin, gegen diese Schönheit kämpfen. So, deshalb kommt sie jetzt hoffentlich zu mir. Du willst gegen mich kämpfen? Dann pass lieber auf, ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Echt, mit allen Wassern? Das heißt mit Süß- und Salzwasser? Haha, ich bin Violett oder Violet, Violett, ich nenne sie jetzt Violett. Und das ist mein Mushas. Oh, Mushas. Okay, Mushas besitzt eine hohe Verteidigung. Umso besser, denn mit Absorber mache ich Mushas platt und bekomme noch, wow, meine KP zurück. Eissplitter ist auch sehr, sehr gut. Tja, unterschätzt mich nicht. Wir können Flug- und Eisattacken. Wir sind gegen, ich wollte schon sagen Elektro-Pokémon, gegen Pflanze-Pokémon gut gewappnet. Ja, das merke ich. Aber du hast meinen Mushas schneller besiegt, als ich dachte. Und wir erreichen Level 20. Angriff erhöht sich um 1. Naja, nicht so wichtig. Aber gut. Und Joyce erreicht Level 16. Joyce kann ich in dieser Arena leider überhaupt nicht einsetzen, da Joyce eine Wasserschwäche besitzt. Das heißt, Joyce wäre schon nach der ersten Attacke platt. Oder vielleicht spätestens nach der zweiten. Aber allerspätestens. Liebe Joyce, daher, du kommst aber in der dritten Arena in den Einsatz. Jetzt bin ich klatschnass. Bist du das nicht schon die ganze Zeit, wenn du ins Wasser gesprungen bist? Durch die bitteren Tränen meiner Niederlage ist das Wasser im Pool ganz salzig geworden. Okay, ja, es ist natürlich chlorlastig. Oh, noch eine Trainerin. Da kommt sie angeschwommen. Hast du diesen Sprung eben gesehen? Der war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Naja. Was heißt hier naja? Naja, Daisy, vielleicht Silbermedaille? Ah, du Fiesling. Okay, na warte. Europe. Wow, du hast ein Europe. Europe ist ja mal ein richtig süßes Pokémon, oder? Europe. Europe streckt die ganze Zeit die Zunge heraus. Europe. Ja, Wasserdüse. Super starke und gefährliche Attacke. Aber Absorber. Oder was heißt super stark? Base von 40. Aber Prio 1 Attacke. Oh nein. Das ging ja schneller als gedacht. Europe, komm zurück. Mein armes, kleines Europe. Oh nein. Fiona erreicht Level 15. Und Daisy wurde besiegt. Deine Pokémon verdienen eine Goldmedaille. Und ich, du hast recht, nur eine Silbermedaille. Oh nö. Tja, meine Liebe. Der Pool dieser Arena ist mit Meerwasser gefüllt. Echt? Ich dachte mit Chlorwasser. Und da ist Misty. Mirabla, bist du bereit für den Arena-Kampf? Marie-Louise sieht sich interessiert die Sprungbretter an. Naja, springen kannst du leider nicht als Pflanzen-Pokémon. Hey, du!
Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich vor meinen Liebling in der Nacht! Oh oh, ich glaube, Misty ist richtig bereit für den Kampf. Ich bin gespannt. Hat sie Sterne und Starmie so wie in der ersten Pokémon-Generation? Haha! Enton, los! Nein, wie im Anime, hat sie einen Enton. Wie cool! Enton, bitte enttäusch mich nicht. Ich hoffe, du hast diesmal nicht nur Kopfschmerzen, sondern attackierst auch. Enton! Oh nein, es hat Kopfschmerzen und kann Konfusion. Stachelspore. Damit sind wir auf jeden Fall im Vorsprung, in Anführungszeichen, was das Angreifen angeht. Absorber wird auf jeden Fall Prio 1... Also, was ist Prio 1? Paralyse. Macht viel aus. Okay, Enton, nimm dich in Acht. Diesen Mirapler machen wir schon platt. Konfusion! Oh nein! Konfusion ist echt stark. Aber durch Absorber konnten wir unsere KP wieder zurückgewinnen. Und das machen wir gleich noch einmal, auch wenn wir diesmal nicht viel bekommen. Puh, gar nicht mal so schlecht. Sehr gut gemacht, Mirapler. Klasse Einsatz von dir. Enton, komm zurück. Ah, nicht übel. Aber glaubst du, du kommst auch gegen mein zweites Pokémon an? Ein Starmie. Ein Wasser-Psycho-Pokémon. Marie-Louise wird da schlechte Karten haben. Ich glaube, ich setze lieber Pikachu ein. Genug, Marie-Louise. Komm zurück. Los, Pikachu. Du bist an der Reihe. Sehr gut. Okay, Starmie. Oh, Starmie ist schon ein sehr gefährliches Pokémon. Übrigens, ich liebe Starmie. Mochte ich als Kind überhaupt nicht. Heute muss ich sagen, Starmie ist super, super cooles Pokémon. Am besten mit Surfer, Donnerblitz und Psychokinese. Cool, super cool. Oh, Psychoattacke. Okay, gut, dass es schon mal paralysiert ist. Mach dich bereit für den Britzelturbo. Wow, klasse gemacht, Pikachu. Oh nein. Achtung, jetzt bist du an der Reihe. Starmie, Siedewasser. Oh nein, bitte nicht verbrennen, bitte nicht verbrennen. Nein! Das senkt wieder meinen Angriff. Pikachu heilt seine Verbrennung durch die Willenskraft. Und durch die Bindung zu mir, zu seinem Trainer? Wie cool. Pikachu ist nicht mehr verbrannt. Und jetzt, Britzelturbo. Das war's dann wohl, Misty. Hey, ich sehe gerade an der Wand sind süße Zeichen. Von Sepa und Lapras. Habt ihr das gesehen? Shillock, wie cool. Ist mir erst jetzt aufgefallen. Wir haben Misty besiegt. Wuhu! Yeah! Wow! Ich hab verloren. Und wir kriegen super viel Geld von Misty. Dankeschön. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Pikachu, wir haben es geschafft. Yeah, du hältst den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden in der Tasche gereichen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. TM29 Siedewasser. Perfekt. Mit der TM29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Wow, Pikachu, wir haben es geschafft. Ja, TM29, eine tolle Sache, nicht? Mirapla, du warst super. Marie-Louise sieht sich freudestrahlend deinen neuen Orden an. Und Pikachu, wie geht's dir? Pikachu, auch du warst der absolute Hammer, muss ich sagen. Danke. Und Pikachu hat uns ein High Five gegeben. Yay! Ich will ab und zu mal, nicht unbedingt in jeder Folge, aber ab und zu mal mit Pikachu reden. Vor allem, wenn links unten das Symbol gezeigt wird, dass ich mal meinen Joy-Con schütteln soll, dann hat Pikachu meistens eine tolle Reaktion, so wie bei Bill. Pikachu war da total schockiert. Okay, genug gespielt, Pikachu. Wir laufen jetzt weiter. Wir haben es geschafft. Wir haben in Azuria City erstmal, noch nicht komplett, aber erstmal alles erledigt. Du hast Misty besiegt. Gut gemacht. Euer Kampf war ein ganz schönes Spektakel. Das Wasser ist bis hierher gespritzt. Ja, durch die Siedewasserattacke wahrscheinlich. Okay. Coole, coole Aktion, muss ich sagen. Pikachu, das war wirklich klasse. Jetzt aber erstmal ins Pokémon Center.
Hallo, Schwester Joy. Na, wie ist gelaufen? Hast du deinen Quellorden? Ja, den habe ich. Hey, klasse. Dann werde ich jetzt mal gleich schnell deine Pokémon heilen. Dann kannst du dir noch ein bisschen Azuria City ansehen. Ja, bevor unser Abenteuer weitergeht, genießen wir noch ein bisschen die Zeit in Azuria City. Wir müssen ja nicht gleich alles überstürzen. So. Mal sehen. Heieieiei. Ui, das war auf jeden Fall ein spannender Kampf. Wie fandet ihr den Kampf? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den Kampf gegen Misty fandet. Besser oder schlechter als gegen Rocco? Oh Mann. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Shiggy! Shiggy! Shiggy, Shiggy! Ah, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben! Hä? Was ist denn jetzt passiert? Officer Rocky! Soll ich hinterher? Alles okay, Mirabler? Es scheint sich für die Brunnengeräusche zu interessieren. Mirabler, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Sollen wir auf das Haus aufpassen? Was ist da eigentlich passiert in dem Haus? Oh Gott! Was ist hier los? Pikachu, du scheinst auch total... Du bist auch sprachlos, oder? Ich weiß auch nicht, was ich gerade sagen soll. Kann es sein, dass hier eingebrochen wurde? Wie sieht das denn hier aus? Stimmt, du hast recht. Das ist ein riesiges Loch in der Wand. Ich frag mal die Bewohner, was hier passiert ist. Hallo? Diese Halunken von Team Rocket hacken bestimmt wieder irgendeine Standart aus. Allem Anschein nach eine, für die sie Pokémon brauchen. Oh nein. Seht ihr an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sandan die Attacke Schaufeler beibringen kann. Oh nein, hey, das tut mir total leid. Oh nein. Vielleicht kann ich Team Rocket stoppen. Sind sie da durch die Wand hindurch? Mal sehen, vielleicht sind sie dort noch. Aber ich erinnere mich da so an ein Traumato. Aus vergangener Zeit. Ich wechsle mal zu Radfratz. So. Mal sehen. Ich bin echt gespannt. Tatsächlich. Was macht denn der hier? Hey, du! Hey, du da! Du kannst doch nicht einfach so in anderen Leuten Garten rumlatschen. Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Ich bin hier gerade vorbeigekommen. Kein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Na gut, dann fordere ich dich zu einem Kampf heraus. Mit dem größten Vergnügen. Ich bin Rüpel von Team Rocket. Los geht's, Radikal! Wow, du hast schon ein Radikal. Schau mal, Radfratz, wenn du dich entwickelst, wirst du zu einem Radikal. Und verlierst deine wunderschöne lila Farbe. So, erstmal gibt's eine Kopfnussattacke. Oh nein, Radikal! Bissattacke, schnell! Ich finde es erstaunlich, dass Radfratz schneller ist. Es ist zwar zwei Level höher, aber ich dachte, dass die Base-Stats, also die normalen Werte von Radikal höher sind. Ich habe übrigens jetzt Superzahn eingesetzt, nicht wundern, weil ich wusste, dass Kopfnuss sowieso noch einmal eingesetzt werden muss. Bitte kein Ruckzuck-Hieb! Oh, bin ich froh. Kopfnuss, schnell! Sehr gut. Ruckzuck-Hieb von Radikal hätte mich jetzt ausgenockt. Oh nein, Radikal! Ah, ist gut, ich gebe auf. Ich verschwinde ja schon. Wow, das war jetzt echt spannend. Oh Mann. Ist ja schon gut, ich gebe dir die gestohlene TM zurück. Du hältst TM010 oder 10 Schaufler. Also ich gehe doch mal besser. Tschö mit Ö. Huhui. Wow. Also wer hätte gedacht, dass wir noch so etwas in Azuria City erleben? Wo ist er denn jetzt bloß hin? Naja. Okay. Marie-Louise, liebes Mirabla, Pikachu, ich schlage vor, wir werden unsere... Oh. Ach ja, stimmt, du wolltest ja noch zum Brunnen. Mira! Marie-Louise freut sich über den Anblick des Springbrunnens. Das ist schön. Marie-Louise, wir müssen jetzt aber langsam weiter. Eigentlich hatte ich vor, noch Azuria City zu erkunden oder ein bisschen hier locker den Tag zu verbringen, aber... Ich glaube, wir werden unser Abenteuer jetzt fortsetzen. Weil Azuria City haben wir soweit erforscht. Fürs Erste.
Wir kommen irgendwann zurück. Daher würde ich vorschlagen, wir schauen mal auf die Karte und sehen nach, wohin unsere Reise als nächstes geht. So wie wir das immer machen. So, wir sind in Azuria City. Und jetzt müssen wir nach oben. Ach nee, da waren wir schon. Da war ja Bills Haus, genau. Mit dem Heckenlabyrinth. Das heißt, wir müssen jetzt runter. Nach Saffronia City. Oder wir können hier über Route 9 in den Felstunnel. Wir haben diese Optionen. Nach Lavandia. Oder nach Prismania City. Oder aber nach... Ah, Orania City. Ich glaube, wir sollten nach Orania City. Denn da gibt's doch die MSN. Und wir haben doch extra Bootstickets von Bill bekommen. Das heißt, wir müssen nach Saffronia City, von da aus nach Orania City. Na, das klingt doch mal nach einem Plan, oder Pikachu und Mirapla? So machen wir das. Wow. Also das Abenteuer geht auf jeden Fall spannend weiter in der nächsten Folge. Mal sehen, was wir entdecken werden. Und, naja, ob wir zur MSN kommen vor allem, oder? Rechts oben kommt ihr zur nächsten Folge, tippt einfach mit eurem Finger da drauf. Und links könnt ihr den Kanal abonnieren. Bitte nicht vergessen, sonst verpasst ihr tolle und spannende Videos. Das wäre Katztastisch!